Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur heutigen Folge Monstrum. Ja, es ist mal wieder Zeit für einen Sieg, oder? Oder wie siehst du das? Ist mal wieder Zeit. Nachdem wir es jetzt ja echt lange wieder nicht geschafft haben, nicht geschafft haben, also lange Zeit nicht geschafft haben, wäre es mal wieder angebracht, dieses Spiel zu gewinnen. Wie ich finde. So, und deswegen machen wir das heute. Habe ich jetzt beschlossen. Ne? Das klappt bestimmt. So, mit meiner systematischen Vorgehensweise und meinem breiten Kenntnisstand in diesem Spiel muss das ja einfach. muss das ja einfach funktionieren. Weil es ja auch immer gleich ist. So, naja, gut, wir werden auf jeden Fall sehen. Ich bin guter Dinge. Ich habe wieder Bock. Schnauze. Du Scheißer. Kannst ja mal irgendwo ein Hobeln gehen, du Scheißkamera. So. So, ich musste mal kurz aus dem Sichtbereich der Kamera raus. Deswegen bin ich wieder in den anderen Raum rein. Ja, ja, ja. Huch. Fick dich, du Scheiße, ey. Also manchmal habe ich auch so das Gefühl, wenn die dich dann einmal hat, dann dann guckt die dir auch hinterher, also. Die bleibt dann nicht einfach an der Stelle stehen und wenn du dann aus dem Sichtbereich meinst, rauszugehen, dass es dann vorbei ist. Ist ja das Blöde. So, aber egal. Oh, eine Sicherung, Mensch, das ist ja geil. So, jetzt haben wir hier alles gesehen, ne? Oh, nee, doch nicht. Guck mal. Das sieht meiner an. Ich wechsle mal eben die Etage. Ich halte... Uah! Alter! Ich wollte gerade sagen, ich halte mich hier schon ein bisschen zu lange auf. Alter Scheißer. Alter Scheißer, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gehabt, dass ich ihm da fast in die Arme gerannt bin. Dieser alter Penner, ey. Ja gut, von irgendwas muss er ja auch leben, ne, der gute alte Big Daddy. Ach, naja, schön. Ja. Wer hätte das gedacht, dass das nochmal passiert? Ja, weil sonst ist wirklich immer so, du hörst ihn erst irgendwo, oder du siehst ihn aus weiter Entfernung schon irgendwie. Und, das nehmen wir natürlich mit. Du siehst ihn, wie gesagt, schon aus weiter Entfernung und dann verfolgt er dich halt irgendwie, wenn er dich dann natürlich auch sieht, aber so wie jetzt gerade eben, das hatten wir, glaube ich, schon mal, aber wie gesagt, das passiert eigentlich nicht häufig. Aber wobei, doch mal, warte mal, letztens war das doch auch, in der letzten Folge, meine ich. Also, sowas ähnliches halt, ne? Oh, Mann, Kacke. So. Das hier noch. Zack. Da sind wir ihnen doch auch in die Arme gerannt. Fast. Also fast in die Arme gerannt. Er hat uns ja den Rücken zugedreht, weil er irgendwie beleidigte Leberwurst gespielt hat oder irgendwie sowas. Und irgendwie scheint das neu zu sein, dass der auch mal wirklich einfach mal in deiner Nähe ist. So, was denn hier Schönes? Oh, fuck.
ist er schon wieder, der Hühnerschrecker. Dann will ich mal abhauen. Wenn ihr hier schon wieder rumturnt. Der Gute, pass mal auf, dann gehen wir jetzt mal nach unten in den Keller. In den Keller. Wobei, nee, ich bin... Ach nee, doch, Quatsch. Ich bin hier richtig. Ich dachte, ich wäre hier falsch. Dann setze ich das mal ein. Dann schweiße ich mal das Panel zu. Mit meinen exzellenten Schweißkünsten. So, das kommt weg. Alter, ich sehe nichts. So, aus die Maus. Aha. So, uns fehlen die Batterien für das U-Boot. Ich mal weg. Da klingt's nicht gut. Wow! Du alter Scheißer! So, mal raus hier. Alter Falter, ey. Du kleiner Scheißer. So. Ist er jetzt weg? Ich bin mir dann nämlich immer gar nicht so ganz sicher. Doch, der ist weg. Ach, alter Falter. Du kleiner Scheißer, ey. Können wir den Benzinkanister auch mal hier oben lassen, ne? Brauchen wir nicht mit uns rumschleppen. So eine Sicherung haben wir, sogar zwei, was sehr gut ist. Das heißt, uns fehlt für die Flucht mit dem U-Boot tatsächlich nur noch die Batterie. Also die U-Boot-Batterie. Das sollen wir wohl mal hinkriegen, wa? Das wäre ja gelacht. Eine Eieruhr? Schön. So, hier ist überall nichts. So. Alter Falter. Da bin ich gerade fast auf die Kamera reingefallen. Fuck. Da ist er schon wieder, der Hühnerschrecker. Ah, blöde jetzt. Ja, keine Ahnung, ist der jetzt weg oder nicht? Weil er hat ja nicht gebrüllt oder so, es war nur die Hintergrundmusik. Okay. Es war ja nur die Hintergrundmusik gerade. Von daher hätte ich jetzt gesagt, ist er vielleicht sogar weg. Warte mal, wir können doch, Big Daddy können wir super mit Geräuschen ablenken, habe ich mal gehört. Weil er das total cool findet.
heißt, wenn da gleich der Alarm angeht, dann kann ich doch so lange hier runter. So. Zu den Lachs. So. Was blöde ist, ist, dass bald unsere Taschenlampe alle ist. So. Hier waren wir doch schon mal, oder? Blöd ist jetzt allerdings, dass die Taschenlampe jetzt alle ist. So, das Ding nehme ich mal mit. Das schadet nicht, wenn wir es dabei haben. Ja! Das ist allerdings gut. Ja, jetzt müssen wir nur noch rauskommen aus dem Scheißloch. So, ganz vorsichtig und ruhig. Fuck. Alter, Scheiße. Der kleine... Ah, Kacke. Scheiße. So ein verdammter Mist, ey, dieser Dreckshoden, ey. Dieser verdammte Big Daddy. Wie ich ihn hasse. Manchmal. Also eigentlich mag ich ihn, aber in diesen Momenten, da hasse ich ihn dann. Alter, ey. So. Fuck, 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 ey. Alter, wir sind so dicht dran. Verdammte Axt. Das nützt alles nichts. Wir müssen ihn ablenken hier hinten weiter. Wenn der jetzt da rumturnt. Das hat alles überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt hier irgendwie was total Cooles mache. Und werde dann hier gefasst. Also wenn ich jetzt da irgendwie die Batterien reinpacke und alles. Und oh, den Schlüssel. Oh, der Schlüssel. Das ändert die Sache allerdings enorm. Das heißt, wir haben jetzt schon fast zwei Fluchtmöglichkeiten. Und die Kette auch noch. Alter, was ist hier los? So.
Ich hoffe jetzt, dass Big Daddy da jetzt hinkommt oder hinläuft. So zumindest der Plan. Und dass ich jetzt ein bisschen Zeit habe zu fliehen. So der Plan. Ob das denn klappt, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das war da hinten, ne? Musste da vorne runter. Glaube ich jedenfalls. Ich brauche allerdings ein Knicklicht, weil sonst finde ich hier unten gleich nicht raus. Wenn ich vor dem weglaufen muss. Scheiße, warum geht die Tür nicht zu? Die ging doch sonst immer zu. So, setzt das Ding da rein. Launch sequence initiated. Sealing room doors. Fuck. Pressurizing room. Ach, jetzt Sealing Room Doors, jetzt verstehe ich das auch. Charging vehicle. Jetzt ist er drin. Charge level at 10%. Locken. Also, nicht, dass du meinst, ich mache irgendwelchen Unfug. Ich muss ihn weglocken, sonst wird das nichts. Ja, sonst macht er mir die Konsole wieder kaputt. Problem ist, der ist extrem flott, der Typ. Und extrem ungehalten gerade. Und ich glaube, der hängt mir gerade total im Nacken. Boah, fuck, Alter. Fuck, 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 fuck. Oh, wie geil ist das denn? Opening Bay Doors? Oh, wie geil wäre das, wenn das klappen würde. Das muss jetzt klappen. Sorry, wenn ich jetzt so wenig sabbel oder so, aber ich bin gerade echt ein bisschen aufgeregt. Alter, ist das dunkel, ich sehe nichts. Fuck, ey. Alter, geil! Wir haben es geschafft! Hammer! Hammer! Hammer!
Geil. Geil, danke fürs Zuschauen. Danke, dass du dran geblieben bist. Und ich weiß gar nicht, soll ich jetzt noch eine Runde spielen oder so? Ich glaube, das eigentlich kann es ja nicht besser werden heute, ne? Nee, ich beende das an dieser Stelle, weil es einfach geil war. Ich habe es geschafft, ich freue mich total gerade. Ich möchte mir diesen Moment nicht kaputt machen. Von daher gibt es dann am Donnerstag wieder eine Folge. Also genießt das Wochenende und wir sehen uns dann bei einer neuen Folge Monstrum dann nächste Woche wieder. Also mach's gut, bis dahin, ciao.